So, herzlich willkommen. Wir befinden uns hier in der Aula der Badlandschule. Wir feiern unseren Tanzabend mit Südtiroler Spezialitäten zum bereits 14. Mal. Den Rheinerlös machen wir wie immer für unsere behinderten Menschen der Lebenshilfe im Nürnberger Land in Schönberg. Und wir haben wieder ohne Werbung ausverkauftes Haus. Ihr merkt auch an der Stimmung schon mit Kerzenschein und alles. Es ist einfach sehr familiär bei uns. Die Menschen werden bei uns mit Handschlag begrüßt. Es ist uns sehr wichtig, dass die Menschen sich wohlfühlen, wie zu Hause, die Seele baumeln lassen. Einfach den Alltag vergessen, einen wunderschönen, gemütlichen Abend zu verleben. Wir feiern gleichzeitig unser 20-jähriges Bühnenjubiläum als Duo Alpsang, als Alpenbläser. Wir haben uns beide durch die Musik kennengelernt, durch Posaunenchor. Duo wird beide Sang wie Gesang und Alp wie Alpern. Die Philosophie dabei, dass beide beides können müssen, singen sowie auch Alpern blasen. Das haben wir umgesetzt mit unserer neuen CD, die heißt Die Zauberflöte der Berge. Die werden wir heute Abend als Jubiläums-CD vorstellen. Und die Philosophie dabei war, Alpern und Gesang zu interpretieren, Musik zu machen, ganze Lieder zu spielen. Das Lied Die Zauberflöte der Berge, so heißt auch der Titel der CD, das habe ich selbst geschrieben. War eine kleine Erinnerung aus den Bergen, was ich da niedergeschrieben habe. Und wir haben bewusst volkstümliche neue Lieder drauf. Wir haben alte Volkslieder drauf, wie Kein schöner Land oder Ein schöner Tag. Aber auch alte Schlager wie Auf der Straße nach Süden oder von der Katja Epstein, Es war einmal ein Jäger, bis hin zu einem klassischen Alpern-Solo, ein Schweizer Hirtenruf. Seit den ersten Tanzabend haben wir auch das Duo Wölle aus dem Allgäu hier, die auch unsere Toningenieure sind, die auch selbst ein Tonstudio haben. Die haben wir auch als Tanzmusik hier. Wir sind seit fast 20 Jahren befreundet und es ist eine wunderbare Zusammenarbeit. Es darf getanzt werden. Zwischendurch wird der Abend unterbrochen mit den behinderten Menschen auch, denen der Rheinerlös zufließt. Die machen ein Pantomime-Spiel und uns ist sehr wichtig, diese Menschen auch in diesen Abend mit zu integrieren. Dann haben wir Boogie-Woogie-Tänzer, die Deutsche und Europameister sind, mit dabei. Und Jazz for Fun, eine Laufer-Tanzgruppe, lauter hübsche Mädels. Und dass das Auge auch etwas dabei hat. Und zwischendurch werden wir unsere neuen Lieder spielen. Von den kulinarischen Genüssen her, natürlich erfahrungsgemäß, das ist auch das Motto dieses Abends, mit Südtiroler Spezialitäten. Ein Speckbrettl, so wie man es einfach auf der Hütte kennt. Jetzt ist Oktober, das ist ja auch die Zeit des Dörgelens, wo viele Menschen Urlaub nach Südtirol fahren. Wir holen diese Produkte frisch rauf, um sie hier genießen zu können.